Okay, Forsthaus. Da brauchen wir jemanden. Holzfäller habe ich zwei. Dann kann hier noch jemand beim Steinbruch anfangen, glaube ich. Klingt nach einer Idee. Ja, soweit so gut. Das wäre eigentlich auch sehr schön für so einen Brunnen oder so. Keine Aufforstungszone in der Nähe. Ai, ai, oh, um Gottes Willen. Deswegen dauert das hier so lange. Ich habe mal wieder komplett geschlafen. Das hier alles vergessen. Hier soll unsere große Forstzone entstehen. Das kann ich natürlich nicht so belassen. Haben wir das auch geklärt? Und jetzt ziehe ich mal wieder jemanden vom Steinbruch ab, Elisand. Und du wirst jetzt Träger, ich weiß nicht. Und wir brauchen auf jeden Fall Bretter. Das weiß ich. Holz ist auch nicht schlecht. Stein ist auch nicht schlecht. Und Werkzeuge sammeln wir auch schon mal. Das sieht interessant aus. Ich hätte ja richtig Angst, dass hier alles runterplumpst, aber es wird schon. Handelsroute freischalten, dafür brauchen wir 20 Bretter. Und dann kann ich anfangen, mit Northbury zu handeln. Muss dann mal drauf achten, dass wir möglichst nicht ja, viel mehr kaufen, als wir verkaufen, damit wir auch hier eine positive Handelsbilanz haben. Das ist auch ja, sehr wichtig, weil sonst landest du irgendwann im Minus und das willst du ja natürlich auch nicht. Und wir haben direkt wieder zwei neue Arbeitssuchende auf dem Plan und ich schau mal eben rein bei unseren Arbeitsplätzen, wo am ehesten noch was gebraucht wird. Ich denke mal, Bergarbeiter, das könnte auf jeden Fall nicht schaden. Und ansonsten vielleicht noch einen Baumeister, weil wir jetzt auch, glaube ich, in naher Zukunft einiges bauen werden. Da wird ein weiterer Baumeister keineswegs schaden. Und wieso sind sie nicht happy? Tatsächlich auch wegen Komfort nicht. Gottesdienst ist klar. Da haben wir noch gar nichts in diese Richtung. Gottesdienst, 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 Komfort. Du bist hier. Warte mal. Bergarbeiter. Und dein Zuhause ist dort. Ja, chill doch mal. Das sind, also dann bau dir halt hier oder lauf dir halt hier einen Trampelweg. Also jetzt mal. Seriously. Das ist doch. Ja, um 20 Meter. Wenn dieser Weg zu umständlich ist, dann lauf halt diesen Weg. Ey, ich check das Problem nicht. Ey, ey, ey. Außerdem kannst du hier dir auch noch ein Haus bauen zur Not. Das ist auch eine Möglichkeit. So. Wo ist das Problem? Freundchen. Check ich nicht. Ah, er hat auch kein Problem, ne? Wie hat das denn jetzt gelöst? war hier, ja, ne? Glaube ich. Oh, gar nicht, aber hat kein Problem mehr damit. Ist jetzt gewohnt hier diesen Weg. Das macht, glaube ich, auch sehr, sehr starke Waden, wenn du täglich diese 60% hier da hoch und runter läufst. Eieiei, das ist aber auch, es ist auch wirklich eine anstrengende Angelegenheit, muss ich sagen. Und es wird nicht weniger. Es wird wahrscheinlich in Zukunft nur noch schlimmer für unsere Bewohner. Und da kommen direkt schon wieder zwei neue, die sich auf das Ganze einlassen. Und euch brauche ich auch. Wir haben nämlich noch Plätze im Lagerhaus und im Steinbruch. Da sehe ich euch gerade. Wie diese Kisten ja schon fliegen, es war so klar. Ja, das ist natürlich nicht optimal, ne? Finde ich, aber
Ich denke, es wird nicht wirklich anders gehen. Also, muss man mitleben. Da muss man sich einfach denken, dass die halt da drauf liegen. Aber sich die Schatten wegdenken, ach. Wenn das unser größtes Problem ist, ich glaube, dann ist alles eigentlich einigermaßen in Ordnung. Es ist wirklich, das dauert eine Woche. Es dauert fast eine Woche, wenn die einmal hier diesen ganzen Weg lang gehen, die Neuankömmlinge. Ich habe gerade neu welche angenommen und dann kommen wieder schon die nächsten an. Es ist sehr witzig. So, ich kann die Handelsroute jetzt mit Northbury eingehen. Stufe talentiert bei Arbeiterschaft erreicht. Ich kann hier noch nichts. Okay, gut. Aber ich kann, glaube ich, hier bei der Handelsroute schon mal was machen. Was geht denn hier ab? Also, wir verkaufen, können an sie verkaufen Beeren. Das haben wir gerade tatsächlich noch genug. Wir haben Bretter auf jeden Fall erstmal genug. Kräuter, Gold, Erz, alles Mögliche, das haben wir noch nicht. Das heißt, ich würde erstmal sagen, Beeren kann ich verkaufen bis 100. Ah, ich habe Caps an. Okay. Und Bretter. Das wollte ich nicht auswählen. Bis. Sagen wir erstmal bis 50. Dann werde ich gucken, dass hier auch mal unsere Holzproduktion ein bisschen anläuft. Gutshaus. Werkzeuge habe ich tatsächlich schon dem Lagerhaus zugewiesen. Werkzeuge an das mir verkaufen kann ich doch erst bei Middle. Noch nicht mit Northbury. Ein Gutshaus errichten, das kann ich. So, euch nehme ich erstmal an. Und einer kann auf jeden Fall noch weiter Bretter schleifen und eine weitere Person kann auch noch ins Holzfällerlager. Wie gesagt, die Holzproduktion sollte jetzt mal langsam anlaufen. Und hier die Abbauzone ist dann auch demnächst erledigt. Dann kann ich auch hier die Leute ja, für was anderes zuweisen. Hier wird auch schon das nächste Wohnhaus gebaut. Und was ich jetzt machen wollte, war genau das Gutshaus bauen. Brauche ich auch ein bisschen Platz. Das soll natürlich auch recht imposant werden. Oder was heißt recht imposant? Aber es sollte jetzt auch nicht das kleinste Gebäude, glaube ich, werden. In unserem noch bescheidenen Dörfchen. Ach, hier so. Das ist schon außerhalb des Territoriums. Dann mache ich unser Territorium. Das Grenzen nochmal eben an. Ich wollte jetzt eigentlich schon hier so quasi hinbauen. Wie viel. Das Gefühl nicht worth it ist. Es ist halt auch noch relativ kleines Gebiet. Früher oder später brauchen wir es aber. Dann bauen wir das Gutshaus erstmal hier so hin. Schön mit Ausblick raus aufs Meer. Erst dann verändert sich was, aber das sieht auch ziemlich wack aus in der Online. Mach es mal so groß erstmal. Und baue erstmal die Tür hier hin. Und hier wird vielleicht noch ein Anbau dann dran kommen. Später. Da wird es nämlich dann noch das ein oder andere geben, was man halt dann da dran bauen kann. Was wir jetzt noch nicht freigeschaltet haben, was dann aber eben kommen wird. Was haben wir denn jetzt hier noch übersehen? Wieso ist jetzt hier ein Ausrufezeichen? Das steht eigentlich dafür, dass irgendwas Neues da ist, was wir noch nicht entdeckt haben, aber ich sehe es nicht. Juri, dann, wie schaut's aus? Gottesdienst, ja, nach wie vor, wir brauchen eine Kirche, aber haben noch keine Kirche freigeschaltet. Das sollte erst demnächst dann kommen. Ich kann jetzt schon Dorfbewohner zum nächsten Rang befördern, aber wir haben halt noch keine Waren. Und wir haben auch noch keine weitere Nahrung außer Bieren. Deswegen macht es jetzt auch keinen Sinn, oder? Förderung wenden, ja. Deswegen müssen wir hier warten. Dieser Weg, es ist wirklich. Also guck mal, wie weit die Leute jedes Mal gehen müssen. Das ist schon echt unfair.
gefühlt. Ich tue mir schon leid. Das ist wirklich eine Wochenreise. Hier einmal komplett durch die ganze Map durch. Hey, hey, hey. Ach nee. Doch, wir wollen besteuern. Ich muss unser Gutshaus mit Kämmerei verbessern. Ich glaube, darum ging's. So. Okay. Ja, ich würde auch gerne hier dann was anbauen, aber da können wir momentan noch nichts anbauen. So, Kämmerei, das bezieht die Steuern, da kriegen wir einen Steuereintrag, aber das kenne ich so. Dann haben wir des Weiteren noch die Vogtei, da brauchen wir einen Vogt, der kann ganz viele coole Aufgaben für uns übernehmen und noch eine Schatzkammer. Jetzt denke ich mir, so macht die Tür hier keinen Sinn mehr, oder? Also, dann will ich hier noch weiter nach da expandieren. Kann ich die Tür wieder... Das ist richtig dumm, ich habe es gerade erst frisch gebracht und jetzt... Gut, ich... würde sagen, hier... kann unser Vogt drin... Uiuiui. Ja, believe in trust in the process. Oder? So, dann sagen wir... kommt noch eine Kämmerei hier rein. Ist sehr klein. Wenn wir diesen Turm, den habe ich auf jeden Fall auch noch. Ich glaube, den bauen wir hier. Schatzkammer. Okay. Haben wir das schon. Wenn man wirklich in den Prozess trusten. Nee, das funktioniert auch nicht wirklich. Ah, schwierig, die Angelegenheit. So, doch, das hier funktioniert. Das funktioniert und dann... Oh. Ich dachte, dann erhöht sich vielleicht auch der Sockel. Das tut er nicht. Oh nein, ist dieses Türmchen halt niedriger ist. Das sieht auch komisch aus, aber so... Nee, doch so geht's eigentlich. Ich glaube, so geht's. Ich glaube, so fände ich es gar nicht mal so schlecht. Dann brauchen wir noch was. Haben wir schon alles? Vogtei ist das hier. Kämmerei haben wir noch nicht. Kämmerei. Da brauche ich auch mindestens noch mal so ein Ding, damit ich da auch wirklich jemanden für anstellen kann. Hätte ich das eigentlich auch niedriger bauen noch als so? Nee, kann ich nicht. Ja, doch, das ist. Das ist auch. Nee, warte mal. Das kriege ich aber wieder daneben so. Jetzt ist das halt hier so miteinander verschränkt. Könnte ich noch einen zweiten Turm hinbauen? Ich könnte ja aber actually noch so einen hinbauen. Nee, das ist aber jetzt nicht so ganz parallel mit dem. Ja, dann so schon. Ja. Hey, jetzt aber actually. Hoppala. Das ist es. Es geht schlimmer, oder? Es geht schlimmer, wenn das mein Anspruch wäre. Aber ich würde es schon gerne schöner haben. Ja, ich glaube, ich werde hier nochmal mit versuchen, ein bisschen was abzudecken. Like this. Dann wähle ich eher nochmal die Schatzkamera aus. Ja, wobei ich brauche, glaube ich, hier...
Ich brauche hier für dieses Gebäude, da brauche ich halt die Tür, ne? Ich könnte hier halt auch noch einen Seitengang quasi reinbauen. Okay, ich finde, das Lied passt jetzt gerade gar nicht so gut. Ich könnte hier auch noch einen Seitengang reinbauen. Und dann finde ich es eigentlich schon mal gar nicht mehr so schlimm. Das ist jetzt mein No-Joke. Nee, jetzt finde ich es eigentlich. Jetzt finde ich es eigentlich gerade voll okay. Doch jetzt hat es was. Jetzt mal ohne Spaß. Dann machen wir gleich unsere interaktiven Eingang, machen wir dann hier hin. Würde ich sagen. Oh je. Nee, ich kann das ganze Bootshaus eigentlich bauen. Yes. Dann brauchen wir einen Vogt und brauchen wir auch noch Steuereintreiber, aber erstmal Punkt. Die Lerngeschwindigkeit der Tätigkeit wird um 10% erhöht. Die Lerngeschwindigkeit der Tätigkeit wird um 10% erhöht. Handelspreisbonus von 10% bei Dörfer mit Loyalität gegenüber Kleruskönig und Arbeiterschaft. Das sind literally alle. Ich guck mal, was sind denn das für Leute hier? Magias, Bosseen und Zyran. Wir haben Zyran, Holzfäller. Wir haben wahrscheinlich dann Bossläden. Das ist das gleiche, oder? Nee, ist Sägewerker. Ah, Sägewerker. Und Marcias, der ist. Marcias ist Sammler. Ich glaube, so Handelspreisbonus eigentlich schon ziemlich cool. Ich würde, glaube ich, Marcias feiern. Marcias wird unser Vogt. Und Steuereintreiber kann ich jetzt noch nicht. Aber dann hoffentlich gleich, ne? Das sollte gleich funktionieren. Das Ding ist schon fertig gebaut. Oh, die sind ja schnell. Die große Halle hier. Wir haben Arbeitslosen. Wann habe ich das denn jetzt verpasst? Dann schauen wir hier nochmal eben an unsere Arbeitsplätze. Brauche ich hier einen zweiten Träger? Nee, ne? Ah, hier, natürlich. Da haben wir was vergessen. Ah, und jetzt ist. Achso, nee, ich kann mir immer noch nicht auswählen. Die Kämmerei muss dafür erst gebaut werden, oder? So, das ist das Ding, oder? Wir haben zwei neue. Und wir brauchen Werkzeuge. Gehen mal eben hier in unser Handelsfenster. Werkzeuge müssten wir kaufen. Erstmal sagen wir, bis wir mindestens 20 haben. Oh, ich habe schon wieder Caps an. Was ist denn hier los? Gibt es sonst noch was, was wir bräuchten von denen? Erst einmal nicht. Bei Stoff. Stoff. Ja, aber theoretisch würden wir jetzt doch mehr verkaufen, als wir kaufen. Deswegen, I believe, das klappt. Ja. Ja, wenn wir erstmal unsere Bretter im Überfluss haben. Was jetzt noch nicht so ganz der Fall ist. Oder noch nicht bekommen. Und unser nächstes Wohnhaus verdichtet sich. By the way, dass sie hier immer noch nicht die Wege so gemacht hat. Das ist, naja. Macht doch, wie ihr meint. Das war am Ende. Lauft ihr euch hier die Füße rund? Wieso haben wir jetzt eigentlich schon wieder zwei Arbeitslose? Er kriegt der Speicher hier einen weiteren Träger. Steinbruch kriegt auch noch einen. Genau, hier der Holzfäller kann dann auch demnächst deleted werden. Durchschnittliche Tagesbilanz. Minus 1. Ja, hoffentlich kommen wir da auch demnächst dann in einen Geldfluss rein. Das wäre auch eine schnieke Angelegenheit. Ja, die Wege hier sind schon halt ein bisschen.
weit und steil. Beides. Schon recht laut, ne? Gerade das Lied. Opa, das war ein bisschen zu viel, was ich da gerade weggekattet habe. Ich glaube, das ist besser. Und hier wird gerade unser wildes Gutshaus gebaut. Ja, ich hoffe, das sieht dann auch tatsächlich in echt dann ganz nett aus. Ja, ich glaube, das wird cool. Da kommt hier noch so eine Kirche hin. Wahrscheinlich. Da kommt hier irgendwo noch eine Taverne hin. Ich glaube, das wird cool. Und ein Neuankömmling. Und ich brauche bald einen Steuereintreiber, damit wir auch ein bisschen Geld machen. Unsere große Halle ist bearbeitet. Und wir können auch demnächst schon die Mineralvorkommen erforschen. Dann machen wir das doch schon mal, oder? Oh, es ist schon teuer. Aber muss halt gemacht werden quasi, ne? Ich stelle mir vor, hier so am Strand so eine fette Mine. Da hinten dann auch. Boah, da hinten, oh, da wird der richtige Industrie abgehen. Auch irgendwie witzig. Da ist unser Vogt auf dem Weg. Zwei neue. Also kann ich mich auch hier zurückfinden. Wie sieht's hier aus? Ja, da fehlt noch ein bisschen was an Bäumen. Aber ich glaube, ich kann. Will, werde. Diese Bäume hier wieder rausnehmen. Die können sie gerne stehen lassen. Fände ich gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Und dann hier, das hier könnte. Vielleicht auch noch zu einem Wohngebiet werden. Weil es hier dann schon echt runter geht langsam. Und hier soll dann neben die Kirche hin. So weit, so gut. Wann kriege ich denn hier mal meinen. Ja, Kämmerei scheint so das letzte zu sein, ne? Wobei, das Ding ist ja quasi schon fast fertig. Hier so richtig mit einer Treppe. Und da steckt so halb im Boden drin, die Tür. Und im Fenster. Ja, aber das hier funktioniert, finde ich. Das hier funktioniert. Diesen Turm. Ich hoffe, der zweite Turm funktioniert dann auch. Ne? Verdeckt dann diese Ecke hier so ein bisschen. Wobei die gar nicht mal so schlimm aussieht in echt, finde ich, wie die jetzt vorhin aus seinem Bau-Preview-Ding. Ja, doch. Hat was. Vor allem der Turm ist so ein kleines Stückchen höher als das Dach dort. Und das. Ich kann sogar zwei Steuereintreiber. Ach, krass. Das hatte ich tatsächlich nicht in meinem eigenen privaten Spielstand. Aber ich glaube, fürs erste reicht ja erstmal einer und dann, ja, werden wir auch demnächst dann einen zweiten. Ich glaube, einen weiteren Bergarbeiter bräuchten wir noch. Ja. Dann brauche ich demnächst, glaube ich, auch sogar bald ein neues Lager. So wie es ausschaut. Ja, der zweite Turm. Ja. Ne, doch, das ist cool. Ich glaube so auch von hier so, von wenn wir das von diesen Ecken anschauen. Ich habe schon wieder die blöden Territoriums ganz nah. So, dann ist es echt cool, oder? Was meint ihr? Also, ich find's nice so. Von hier, doch, geht's aber auch. Wenn wir dann hier so schauen, finde ich, geht's auch voll fit. Wenn du wirklich genau so drauf schaust. Also eigentlich quasi von vorne. Gerade von da sieht es nicht so super geil aus. Aber so von allen möglichen Seiten finde ich es nice. Wir sollten. Was kommt jetzt? Achso, Herausforderungen. Ja, die brauchen aber echt lange. Also Herausforderungen, schön und gut, aber. Bis man die erstmal hat. Uiuiui. Wir können unsere Dorfkirche endlich bauen. Let's go, 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 go. Come on. Finally.
Wir bauen ein strohgedecktes Kirchenschiff auf. Und jetzt müssen wir schauen, wie genau platziere ich das. Das wird nämlich jetzt die große entscheidende Frage. Ich glaube, ich werde es. Also der Baum muss so oder so, der wird glaube ich weg. Fenster hier ungefähr nice. Schön erst, also so, ne, zwischen Dorfzentrum und Brunnen raus. Aus Meer, ziemlich zentral. Und ich glaube, ich würde den Glockenturm dann hier vorne hinklatschen. Einen Glockenturm, der dann hoch gestreckt wird. Ich glaube, ich würde auch das Stroh. Nee. Hier ungefähr, ne? Ja. Wird das strohgedeckte Kirchenschiff. Oh, Manu. Würde ich vielleicht auch nochmal ein Stückchen höher machen, damit da mehr Leute reinpassen, oder? Wobei, es wieder. Ich muss mindestens so hoch machen, damit es was verändert. Das sieht dann wiederum ziemlich wack aus. Also, ich glaube, dann muss ich es doch so lassen. Mann. Ich verschiebe das die ganze aus Versehen. Ja. Das ist ungefähr so der Ort, wo ich es mir vorgestellt hätte. Aber der Glockenturm muss schon hoch. Ist ja auch, ne, so Prestige. Muss ja schon das höchste sein, wobei bei den Steigungen, ne, ist halt auch niedrig so gerechnet auf die, ne, auch auf die Erhöhungen, die wir hier haben. Können wir hier noch so einen Anbau vielleicht vertragen? Das ist so die Frage. Dann haben wir vielleicht ein bisschen mehr Kapazität. Es bringt tatsächlich 9 mehr Kapazität. Ich glaube, das machen wir. Boah, das ist ja richtig mies, dass das nicht die gleiche Höhe hat. Oh nee, das sieht schrecklich aus. Das muss wieder weg. Schade. Hätte ich gern gehabt. Und hier so Seitenschiffe hinbauen. Aber befürchtungsweise sieht es, oh, ähnlich wack aus. Ach komm. Hallo, ich möchte das Ding hier, das hier, weg haben. Können wir hier hinten noch. Dann machen wir es so. Dann kommen die hinten noch ein kleiner Anbau ran. Und dann brauchen wir den Place auch schon wieder eine neue Kirche. Ich glaube, die Kapazität ist ja sehr bald dann wiederum aufgebraucht. So, wir haben arbeitslose Dorfbewohner. Macht euch mal an die Arbeit. Ja, direkt einen zweiten Scheuertreiber, ey. Wir haben gar nicht so viel Arbeit. Vielleicht sollte ich mal wieder was Neues bauen. Wir könnten eine zweite Sammlerhütte hier vielleicht. Schön, schön am Rand bauen, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Hier eine zweite Sammlerhütte könnten wir platzieren. Und dann will ich jetzt trotzdem vielleicht nicht länger warten. Und nicht hier beim Lagerhaus. Dritten Träger. Vorstellen. Und wir brauchen noch ein neues. Oh, okay, nice. Eisenerz. Das ist praktisch. Das ist auch ungefähr dann das erste, was wir bräuchten, wahrscheinlich. Genau, zweiten. Das Lagerhaus. Das bräuchten wir auch auf jeden Fall früher oder später. Und ich glaube, ich wäre jetzt bereit, das hier hinzubauen. Da hätte ich auch fast schon mein erstes Lagerhaus dann platziert. Und da kommt jetzt unser zweites Lagerhaus hin. Wir produzieren nur noch keine Waren, deswegen warte ich da erst einmal ab. Ich habe das in meinem privaten Spielstand, glaube ich, zu früh angefangen. Wir verbrauchen deutlich mehr Beeren, als noch am Anfang der Fall war. Und das macht natürlich Sinn. Aber das finde ich auch gut. Vielleicht brauchen wir da auch schon, wollten nächstes Stand, oder wir
Also ich sehe vielleicht mal woanders dann den zweiten Marktstand hin, damit wir auch dann an jener Stelle die Attraktivität erhöhen, weil wir haben halt nur da irgendwie erhöhte Attraktivität. So, und hier, naja. Also Wohngebiete sind halt woanders. Ist da, wo die Attraktivität hoch ist. Das macht halt nicht so super viel Sinn, vielleicht. Vielleicht. Es ist halt auch alles eine Frage der Perspektive. So, ich kann eine Herausforderung auswählen hier. Das habe ich schon viel geschlagen. Das könnte. Nee, Abtei. Nee, das schaue ich auf keinen Fall. Ja, dann werden die Sachen wahrscheinlich eh noch sehr, sehr lange dauern, bis ich die hinbekomme. So. Wir bauen auch gerade. Dort und dort. Das heißt, die Arbeitslosen werden nicht lange arbeitslos bleiben, voraussichtlich. Das wäre so der Plan sowieso. Bretterproduktion läuft. Könnte aber auch besser laufen, vielleicht. Ich überlege echt fast, ob ich da noch ein zweites Sägewerk haben möchte. Oder nicht. Aber ich glaube jetzt noch nicht. Es ist jetzt noch zu früh dafür. Da kommt wieder eine neue. Ey, das ist so ein weiter Weg. Ne? Ich komme immer noch drauf klar. Neue Ankömmlinge. Ich wähle dann hier direkt schon mal zwei aus. Und wir haben hier Bretter, Holz, was aber schon completely full ist. Stein, was auch schon full ist. Dann brauchen wir nochmal Stein. Auf jeden Fall. Ja, die ganzen anderen Sachen, die habe ich halt noch nicht. Stoff wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn wir dafür auch schon mal Slot frei haben. Dafür schon mal einen aufsparen. Also es wäre vielleicht actually Holz. Ja, doch, ist glaube ich. Okay. Die anderen Sachen hier, die haben wir noch nicht, die brauchen wir noch nicht. Soweit ich weiß. Also am ehesten bald dann halt die behauenen Steine, glaube ich. Steinmetz. Ui, das war schon schnell gefüllt hier. Ich glaube, erstmal so. Und wir haben bereits eine wöchentliche Teilnahme von 90. Guck mal, es passen 57 Leute rein. Wir haben hier schon 32 Bewohner und die gehen, glaube ich, früher oder später alle in die Kirche. Deswegen, ich glaube, braucht man schon eine zweite Kirche. So, neue Bewohner. Und wir haben aber auch hier eine Sammlerhütte. Hier könnte sich, glaube ich, gerade was verdichten. Hier kann man, by the way, auch wohnen vielleicht. Wäre eine Idee. Not sure. Zieh nicht da raus, aber. Ja, und hier bewegen wir uns so langsam dem Ende zu von diesem Holzfällerlager. Wollen wir hier noch einen dritten Träger haben? Ne, ich glaube, wir bauen tatsächlich jetzt, no joke, unser zweites Sägewerk bereits. In der Hoffnung, dass wir dann vielleicht auch einige Bretter verkaufen können und dadurch nochmal ein bisschen Geld machen zusätzlich. Ja, ich glaube, das macht. Hier oben irgendwie mehr Sinn. Was? Oh. Houston, we have a problem. Wir machen Minus. Weil wir auch nicht richtig besteuern. Und ich würde sagen, alles, was wir gerade kaufen, setzen wir auch mal kurz aus. Bis wir wieder langsam ins Plus kommen. Und dann können wir das langsam wieder anschalten, die Kaufrouten, wie auch immer. Weg blockiert. Eieieiei. Das, weil ich jetzt das. Nee, ach, was ist denn bei euch jetzt schon wieder los?
nie. Leute. Erzählt mir doch nichts. Da ist doch ein Weg. Ich habe das Gefühl, so hier mit diesem Forst-Geschichte, mit den Holzfällerlagern und so, die fangen leicht schon mal an, irgendwie da zu stacken. Okay, jetzt haben sie sich, glaube ich, befreit, oder? Ja, ich glaube, da muss man echt nochmal was fixen. Also an die Developer. Ich glaube, das ist ein Bug. Alter, gibt es ja irgendwie. Also, der ist ja nicht blockiert. Wir müssen sie halt irgendwie nur finden. Keine Ahnung. Wäre es meine Meinung.